vorzeitige Wehen können während der gesamten Schwangerschaft auftreten. Im Normalfall bereitet sich euer Körper erst kurz vor eurem ausgerechneten Termin auf die Geburt und somit auch auf die Wehenbereitschaft vor. Immer wieder gibt es aber den Fall, dass auch schon in einer früheren Schwangerschaftswoche die Gebärmutter Wehen macht. Ihr könnt selber für euch mal darauf achten, ob ihr immer wieder mal ein Ziehen oder ein Hartwerden von eurem Bauch spürt. Es kann auch ein sehr starkes Ziehen in den Rücken oder in das Becken rein sein. Und so als kleine Faustregel kann man sagen, wenn ihr mehrmals in der Stunde, also ich sag mal 4 bis 5 Kontraktionen spürt und die Kontraktion auch etwas länger anhält, also nicht nur für 2, 3 Sekunden ihr ein kleines Ziehen spürt, dann solltet ihr es abklären lassen. Ihr könnt eure Hebamme befragen oder ihr geht zu eurem Arzt, bei dem ihr in Betreuung seid. Und dann wird abgeklärt, ob diese Wehen, die ihr spürt, sich überhaupt auf euren Muttermund, auf euren Gebärmutterhals auswirken. Das kann man so von außen oft schlecht sehen. Deshalb wird der Arzt einen Ultraschall machen und diesen Gebärmutterhals ganz genau ausmessen. Oder eure Hebamme kann auch den Muttermund kontrollieren und abtasten. Haben die Wehen nichts an eurem Gebärmutterhals oder Muttermund gemacht, dann könnt ihr für euch selber erstmal versuchen, viel Ruhe zu geben, euch auszuruhen, euch zu erholen, Stress zu vermeiden. Und ihr könnt dann natürlich auch mit eurer Hebamme besprechen, welche naturheilkundliche Maßnahmen ihr ergreifen könnt. Man kann eventuell auch ein Magnesiumpräparat einnehmen oder eure Hebamme hat vielleicht auch homöopathische oder anthroposophische Medikamente für euch. Lässt sich die vorzeitige Wehentätigkeit nicht aufhalten oder hat sich der Gebärmutterhals schon stark verkürzt, kann es auch sein, dass man ins Krankenhaus muss und stationär aufgenommen wird. Und dort kann man ein Medikament bekommen, das man in der Regel über die Vene bekommt, oder es gibt auch ein Medikament, das ihr in Tablettenform nehmen könnt. Das wird dann individuell entschieden. Ihr müsst aber schon mehrere Tage in der Klinik bleiben zur Überwachung. Das Baby wird dann auch regelmäßig überwacht und ihr selber auch. Habt ihr die 34. Schwangerschaftswoche erreicht, dann werden die Medikamente spätestens da nicht mehr gegeben und oder auch abgesetzt. Man sagt, ab der 34. Woche ist die Lunge vom Kind auch schon so ausgereift, dass man keine Angst mehr haben muss, wenn das Baby jetzt auf die Welt kommt. Natürlich ist es gut, wenn das Baby so lange in eurem Bauch bleibt, dass es keine Frühgeburt mehr ist. Das heißt, erst ab der 37 plus 0. Schwangerschaftswoche ist es keine Frühgeburt mehr. Aber man unterdrückt die Wehentätigkeit nicht mehr mit Medikamenten ab der 34. Woche.